Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es wieder mal um eine Torte und zwar eine von meiner Oma. Und zwar hat sie immer die Himmelstorte gebacken. Kennt ihr die? Nein? Na, dann will ich euch zeigen, wie sie geht. Man kann sie mit verschiedenen Früchten zubereiten und meine Oma hat sie immer mit Stachelbeeren gemacht. Darum zeige ich euch heute mal ihr altes Rezept. Und das sind meine Zutaten für den Kuchen. Ich brauche Margarine, Vanillezucker, Backpulver, Eier, Zucker, Mehl. Dann habe ich die Mandelblättchen, dann Sahne, Stachelbeeren. Ihr könnt natürlich auch Kirschen nehmen oder auch Himbeeren sind sehr lecker auf dem Kuchen. Dann Tortenguss, Sahnesteif und nochmal ein bisschen Vanillezucker. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es mache. Ich fange an mit den Eiern. Und zwar müssen die getrennt werden. Weiter geht's mit der Margarine. Und zwar 100 Gramm. Dann der Zucker, auch 100 Gramm. Das ausführliche Rezept findet ihr wie immer unter dem Video. Dann ein Vanillezucker. Als nächstes schlage ich jetzt erst einmal den Eischnee steif. Eine Prise Salz habe ich vergessen. Die muss da rein. So, und jetzt schlage ich das steif und gebe nach und nach dann den Zucker dazu. So, der ist fest. Und jetzt nehme ich mir meine Schüssel wieder und brauche mich nicht die Schneebesen abwaschen und rühre hier weiter. Wenn der Zucker sich gelöst hat, geht es weiter mit dem Mehl. Und zwar sind das hier 150 Gramm. Und als letztes das halbe Päckchen Backpulver. Und jetzt rühre ich das alles noch mal wieder durch. Auch an die Seite. Jetzt einmal die Backform einschmieren mit Margarine oder mit Butter. Einmal einfetten. Und wir müssen jetzt zwei Böden backen. Entweder habt ihr noch eine zweite Form oder ihr müsst erst die eine backen und dann die andere. Ich habe ganz zufällig zwei. Und dann mache ich die jetzt auch gerade. Ich fette die aber nur unten ein. Und jetzt nehme ich die Hälfte daraus und backe zwei Böden damit. Habe ich mir ein bisschen Mehl hier reingetan und damit drücke ich das jetzt einfach in die Form.
Meine Böden sind immer nicht so dick. Ich mag das nicht so gerne, wenn die so dick sind. Also nicht wundern, dass ihr ein bisschen den Boden durchscheinen seht, aber durch das Backpulver wird er schon dick genug. Und jetzt kommt er in den Backofen und zwar nur für 10 Minuten. Und da muss er ein bisschen hellbraun werden, dann hole ich ihn wieder raus. Und das gleiche macht er mit der zweiten Form. Und während der erste backt, gebe ich schon mal die Stachelbeeren in ein Sieb und lasse sie abtropfen. Der erste Boden ist fertig. Jetzt kommt hier der Eischnee drauf oder das Baiser. Die Hälfte ungefähr wieder. Und dann verteilt ihr das einfach mit einem Löffel so ein bisschen. So, gleichmäßig verteilen. Und jetzt kommen da die Mandeln drauf. Ihr könnt die Mandeln auch weglassen, aber ich finde das mal ganz lecker da oben drauf. Geht jedenfalls auch ohne. So, ich denke, das reicht. Und jetzt kommt ihr noch mal für 10 Minuten in den Backofen. Aber ihr müsst dabei zugucken. Sonst wird euch nachher der Baiser zu braun. Also nicht aus der Küche laufen, was anders machen, sondern die letzten 5 Minuten gucken, wie lange ihr braucht. Vielleicht sind es bei euch 12 Minuten, vielleicht auch nur 7 oder 8. Ich stelle es jetzt wieder rein. So, ihr seht, ist ja richtig schön hochgebacken. Und jetzt einmal aus der Form lösen. Und dann schneide ich ihn auch sofort in 12 Stücke. Aber jetzt erstmal den zweiten Boden rein. Ich mache das mit dem Buttermesser hier einmal schnell vom Rand lösen. Seht ihr, er ist richtig hoch geworden. Er fällt jetzt wieder zusammen, aber das ist ja nicht schlimm. Und jetzt sofort schneiden. Das wird jetzt unser oberer Boden. Und jetzt lassen wir den erstmal abkühlen. Und auch der zweite ist ein bisschen braun geworden. Und jetzt kommt auch da der Eischnee drauf und die Mandeln. Und dann wird er auch nochmal gebacken. Beim zweiten Boden geht alles schneller. Müsst ihr noch genauer aufpassen. Und der zweite Boden ist auch fertig. Den löse ich auch so ein bisschen hier schon mal vom Rand ab. Das, was dran festklebt. Aber dann lasse ich ihn einfach erkalten. Und wenn beide kalt sind, dann können wir weitermachen. Das ausführliche Rezept findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung.
Die meiste Arbeit haben wir jetzt schon getan. Jetzt kommt gleich noch das Obst obendrauf, je nachdem, was ihr euch aussucht. Und die Sahne. Und das ist wirklich ein himmlischer Kuchen. Darum hat er ja auch den Namen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, mit einem großen Messer löse ich jetzt die Stückchen von der Platte ab. Am Boden genauso und dann auf eine Tortenplatte legen. Jetzt ist der Boden ausgekühlt und jetzt können die ganzen Stachelbeeren da drauf. Oder Kirschen oder Himbeeren. Alles einmal verteilen. So, einen Tortendrink habe ich rundherum gestellt, weil ich mache Tortenguss drauf. Könnt ihr aber auch weglassen. Geht auch ohne. Tortenguss ist gekocht und jetzt einmal über die Stachelbeeren geben. Und jetzt lasse ich das Ganze abkühlen. Als nächstes die Sahne schlagen. Zwei Sahnesteif und ein Vanillezucker kommt da rein. So, die habe ich richtig festgeschlagen. Und jetzt geht's weiter. So, ich habe mir die Torte zurückgeholt und jetzt kommt die Sahne drauf. So, die Sahne schön obendrauf einfach verteilen. Und jetzt machen wir den Deckel obendrauf sozusagen. Habe ich mir hier das zurückgeholt und lege jetzt die einzelnen Stückchen einfach auf die Torte und füge die so zusammen. Ein bisschen rücken müssen wir das auch noch mal. Jetzt ist sie fertig. Meine Himmelstorte ist fertig. Einfach, lecker, ohne viel Schnickschnack. Das schafft jeder ganz schnell nachzupacken. Wenn es euch wieder gefallen hat, schaltet wieder rein und lasst mir einen Daumen da. Jede Woche gibt es ein neues Rezept bei mir.